Wie ihr seht, ich habe hier den ganz neuen Mini-Katalog August bis Dezember und dieser ist ab heute gültig. Daraus könnt ihr ab heute schon die ganz, ganz tollen Produkte bestellen. Und was euch da erwartet, werde ich euch natürlich gleich nochmal zeigen. Ja, also Herbst, Winter ist definitiv meine Jahreszeit. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich jetzt eher zum Herbst tendiere, aber ihr seht, ich glaube, ein Tick eher zu Weihnachten. Ja, diese kleinen Adventshäuschen hatte ich im letzten Jahr gebastelt. Und damit mein Mann mich jetzt nicht umbringt, weil ich jetzt hier schon weihnachtlich dekoriere, ja, habe ich mir nur diese kleinen Adventshäuschen hier aus meiner Kiste gemopst. Genau. Da würde ich sagen, dann starten wir auch direkt. Ich werde mal schauen, dass ich hier alles direkt mit aufs Bild bekomme. Und ja, ich bin schon total gespannt, was ihr sagt. So. Und hier könnt ihr schon mal das erste Projekt auch sehen. Diesen Adventskalender, den gab es auch im letzten Jahr schon. Und da freue ich mich auch, dass er jetzt in diesem Jahr auch wieder mit übernommen wurde. Ja, damit kann man auf jeden Fall ganz, ganz viel ja, mit kreieren. Also nicht nur ein Adventskalender, sondern auch noch andere Projekte. Aber das zeige ich euch gleich. Und jetzt sind wir auch schon auf der ersten Seite angelangt. Genau, ihr könnt euch den Katalog natürlich nochmal ganz in Ruhe angucken, aber so, dass ihr schon mal einen kleinen Einblick habt. Hier ist auch nochmal ein tolles Komplettkartenset, wer das jetzt einmal ein bisschen ausprobieren möchte. Hier ist es einmal komplett abgebildet, was alles enthalten ist. Also hier ist wirklich komplett auch einmal alles dabei, ein Stempelkissen sogar, ein kleines Stempelset und ne, also einfach zum Zusammenbauen und losschicken. Und hier ist auch nochmal ein Projektset, festliche Anhänger. Da hat man dann praktisch auch schon alles mit dabei. Ja, wenn man jetzt ganz schnell mal kleine süße Anhänger basteln möchte. Und ja, dieses Set finde ich auch total schön. Hier sind auch noch ein paar Sprüche bei. Genau, so für jeden was dabei. So, und da ist er auch schon. Ich hoffe, ihr könnt ihn gut erkennen. Hier ist der Adventskalender. Und das Schöne finde ich jetzt in dem Katalog, dass man total toll erkennen kann, wenn ein Produkt wieder da ist. Hier steht nämlich auch dick und fett in Rot wieder da, dass man sieht, ah, das gab es im letzten Jahr schon, wurde übernommen. Ja, also die Produkte sind auf jeden Fall super toll angekommen. Und ja, hier, das wollte ich euch noch einmal zeigen. Hier ist noch so ein kleines Aufbewahrungsregal. Also ja, man kann das individuell gestalten oder hier auch noch mal. Ich sehe, hier steht noch gerade mal Geburtstagsgeschenke, kann man da drin verpacken. Also ganz klasse. Und das ist hier auf jeden Fall alles enthalten in dem Paket. Genau. Hier ist noch ein Produkt-Medley, also da ist auch jede Menge drin. Und ja, jetzt kommt die Reihe Weihnachten im Herzen. Ist auf jeden Fall auch ein ganz schönes Set. Hier ist noch einmal Designpapier. Und hier sind kleine Mini-Becher, Mini-Trägebecher, Mini-Kaffeebecher gibt es hier noch. Und passend dazu gibt es hier noch die Stempel und auch die Stanzen, sodass man hier wunderschöne Banderolen auch direkt mit ausstanzen kann und einmal rummachen kann. Und dieser kleine Träger ist dann auch perfekt zum Verschenken. Genau, ich hoffe, das blendet jetzt hier nicht zu doll. Ich kann nämlich gerade kaum was sehen, aber Hauptsache, ihr könnt es sehen. Ich habe den Katalog ja schon ein paar Mal durchblättert. Ja, dieses Set, das musste ich auch, dieses Set musste ich auch unbedingt haben. Mir fand ich die Sprüche nämlich total toll. Also mit Herzen, dieses Bestickte, also bin ich totaler Fan von. Finde ich total schön und auch die Schrift. Also hier ist auch für jeden was dabei. Also das muss man nicht unbedingt direkt mit dem Produktpaket verwenden. Also man kann alles auch wunderbar einzeln verwenden. Und ja, das hat es mir auf jeden Fall besonders angetan. So, hier sind noch mal ein paar Schleifen, Produktpaket mit Schleifen. Genau, das könnt ihr dann zusammen als Paket oder eben auch einzeln könnt ihr euch das zulegen. Genau, noch ein paar Tau ein paar Taubchen, ein paar Täubchen. So, und hier geht es jetzt richtig in die klassische Weihnachtsabteilung. Ja, Produktreihe Weihnachtsblüten. Hier gibt es auch noch so ganz, ganz hübsche Perlen, die sind hier noch dabei. Oder auch besonderes Designpapier. Genau, hier sind noch ein paar Projektbeispiele.
Hier kann man sich das Ganze noch ein bisschen größer angucken. Und hier auch die Weihnachtskrippe. Ah, genau. Und ja, dieses Produktpaket, das gab es auch im letzten Jahr. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass das wieder da ist, weil ich habe mich im letzten Jahr schon total darüber gefreut, weil das Designpapier ist wirklich total schön. Ja, eigentlich an sich das ganze Produktpaket, damit kann man jede Menge anstellen. Und da werde ich euch mit Sicherheit auch noch ein paar Projekte mit zeigen. Ja, finde ich total klassisch und schick. Nicht mal eben dieses Rot und, also nicht mal eben das Rot und Grün, sondern mal ein bisschen was anderes. Also ich bin totaler Rot-Grün-Fan, also für Weihnachten, aber manchmal kann man dann doch mal, ja, mal eine kleine andere Farbe dazu auch sehen. Genau. Ja, hier ist auch nochmal, das finde ich auch total niedlich, geschmückter Kamin, da kann man sich ordentlich was zusammenbauen. Und auch die Kerzen finde ich auch klasse. Oh, ich sehe sie schon. Also die haben es mir richtig angetan. Ich glaube, ich habe sie euch auch schon mal gezeigt. Und ja, dann werde ich euch mit Sicherheit auch noch ein paar Projekte zeigen. Ja, also falls euch das mal interessiert, also ihr findet mich auch auf den Social Media Kanälen. Da könnt ihr gerne am Ende des Videos noch mal schauen, falls ihr da mal gucken wollt. Also da findet ihr auch noch ein paar Inspirationen von mir. Ja. Ich bin gespannt, was ihr zu den kleinen niedlichen Wichteln sagt. Ja, hier sind nochmal ein paar Tannenbäume zum Zusammenbauen. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Der geschmolzene Schneemann. Ja, ich entdecke hier auch gerade noch ein bisschen was. Adventsreihe Städtchen. Ach nee. Reihe Adventsstädtchen. Städtchen. Ja, ist auch noch mal wieder eine komplette Produktreihe, auch wieder alles aufeinander abgestimmte Projekte. Hier sind noch mal die Stanzformen, die ihr dann für die Stanz- und Prägemaschine dann benötigt. Genau, noch mal ein schönes Designpapier. Und hier könnt ihr euch das dann auch noch mal ein bisschen größer anschauen. Und dies gab es auch im letzten Jahr, fand ich auch total niedlich. Und das Schöne ist, ihr könnt euch so wie hier jetzt auch immer wieder ja, mal Projektideen auch mal rausziehen. Ja, und hier sind sie. Die finde ich auch so niedlich. Ja, wo ich den gesehen habe, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Hochlandrind müsste das sein. wo ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, die sind so niedlich. Hier sind auch nochmal ein paar Projektbeispiele nochmal abgebildet. Und ja, hier finde ich es auch nochmal toll. Hier kann man auch nochmal sehen, wie man ganz einfach auch ein bisschen was aufpeppen kann. Steht ja auch hier einfach aufgepeppt. Das wäre jetzt so gesehen die Grundkarte. Und wenn man dann noch ein bisschen was dazu macht, dass man sich so gesehen noch mehr aufbauen könnte. Genau, für jeden was dabei. So, Reihe Zauber der Weihnacht haben wir jetzt hier noch. Das ist auch noch wieder ein ganz schönes klassisches Designpapier. Und ja, jede Menge Accessoires gibt es natürlich auch noch, dass man ja wunderbar Weihnachtskarten verschenken kann. Darüber freue ich mich auf jeden Fall ja immer. Gerade Weihnachtskarten, also nicht nur Geburtstagskarten, also ich finde immer Weihnachtskarten besonders schön oder auch Verpackung. Genau. Ja, hier gehen wir jetzt noch ein bisschen in die Schneeflockenwelt. Und ja, was ich auch noch mal klasse finde, falls ihr euch mal fragt, welche Farben hier so vertreten sind, könnt ihr euch hier immer so ein bisschen orientieren. Und ja, das sind auf jeden Fall immer alles Farben, die auch super aufeinander abgestimmt sind, falls man da mal ein paar Ideen braucht. Hier könnt ihr es auch noch mal sehen. Auch total schöne Sprüche bei den Schneeflocken. Noch ein paar Ornamente oder auch wer gerne koloriert, da wäre das auf jeden Fall auch total schön. Kann man sich da mal abends hinsetzen und ja, ein bisschen kolorieren. Hier auch noch mal so ein paar ulkige Kerle. Ja, und die Tannen, die finde ich auch total schön. Ja, am liebsten möchte man immer den ganzen Katalog haben.
Aber ja, das funktioniert leider nicht. Ja, und jetzt sind wir auch schon beim Herbst angelangt. Ja, ich gucke hier auch mal so ein bisschen nebenbei mit. Hier der Farbkarton Matt Metallic, den finde ich auch nochmal besonders schön. Wie auch das Designpapier. Das Designpapier wird auf jeden Fall auch nochmal bei mir einziehen. Und ja, hier sind auch nochmal ein paar Projektbeispiele. Hier auch nochmal die Stanze mit abgebildet. Ja, und hier sind wir bei dem Produktpaket Wunderbare Blätter. Da habe ich euch ja auch schon mal ein bisschen was gezeigt. Also ja, bin ich auch total begeistert von. Und ja, falls ihr sowas noch nicht habt oder ein bisschen Grund, sag ich mal, im Herbst haben wollt, kann ich euch das auf jeden Fall auch empfehlen. Und ja, hier ist auch nochmal ein schöner Herbststrauß, nochmal zum Ausmalen. Und ja, hier sind wir in der Halloween-Abteilung. Also ich muss ja zugeben, Halloween ist bis jetzt noch nicht so bei mir angekommen. Also ich finde sowas immer total toll. Aber ja, bei uns wird jetzt nicht so Halloween gefeiert. Deswegen fällt das bei mir jetzt aus, wo ich sagen muss, dass ich zum Beispiel die Stanzform jetzt hier auch ganz schön finde. Genau, so auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Auszug an Halloween dabei. Ja, hier ist es auch total schön. Also das habe ich jetzt auch schon gesehen. Was muss ich da nochmal eben. Ach nee, hier oben sind sie auch nochmal abgebildet. Und hier finde ich das eben total klasse, dass man das ja eben auch zweifach nutzen kann. Eben zum Beispiel jetzt hier so als Hintergrund und hier jetzt als ja, kleiner Aufsetzer für kleine Tütchen. Also hier kann man natürlich auch diese Papiertüten nehmen. Die sind ja doch mal ein bisschen umweltfreundlicher. Genau. Und ja, hier ist auch noch mal so ein paar kleine Figuren. Ach, das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Turnovers. Ja, das ist jetzt auch total interessant, mal zu sehen, falls ihr das noch nicht kennt. Das sind diese Wendestempel, dass ihr praktisch, wenn ihr die umdreht, auch noch mal Hintergrund stempeln könnt. Genau, also ist auch total klasse. Dann habt ihr so gesehen, so wie hier, wie ihr es jetzt hier sehen könnt, gleich schon, ja, Hintergrund. genau. Hier sind auch noch ein paar schöne Stanzen. Also das muss man sich auf jeden Fall in Ruhe nochmal angucken, dass man da auch, alles entdeckt. Hier sind nochmal die kleinen süßen Eulen. Die finde ich auch total klasse. Und ja, hier ist nochmal Grüße im Glas. Und ja, vielleicht kennt ihr das schon aus dem Jahreskatalog. Die gibt es tatsächlich auch im Jahreskatalog, also die Stanze. Und ja, das finde ich immer schön, dass Stamping Up das auch so macht, dass ihr dann praktisch die Stanze auch ja, öfter mal noch für ein zweites Stempelset nochmal verwenden könnt. Und das ist jetzt hier auf jeden Fall der Fall. Die Idee finde ich auch total toll. Oh, hier habe ich, hab ich sogar noch einen kleinen Buggy drin. Dann wollen wir mal sehen, was ich unbedingt noch haben möchte. Ah, festliche Ecken. Ja, die fand ich nämlich auch total niedlich. Genau. Ja, wer Lust hat, ein bisschen was ja, zusammenzustellen, also die sind auch klasse. So kleine Tierchen kann man sich dann noch ausstanzen. Genau. Hier haben wir noch eine kleine Kaffeeabteilung. Auch kleine Tierchen. Ach, das habe ich auch noch gar nicht entdeckt. Ja, manchmal überblättert man dann doch noch mal irgendwas. Also das finde ich tatsächlich auch ein ganz niedliches Set, muss ich sagen. Das ist ja wirklich für die ganze Jahreszeit. Hier ist noch ein bisschen Halloween, ein bisschen Winter, Weihnacht. Für Hochzeiten sogar. Ja, finde ich auf jeden Fall auch total klasse. Ja, ist mir tatsächlich noch entgangen, muss ich sagen. Und ah, wir haben auch wieder eine ganz tolle Mini-Geschenkschachtel, falls es doch mal schnell gehen muss, dass man eben auch schnell mal was ausstanzen kann. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende. Also hier könnt ihr jetzt nochmal die ganzen Produktpakete nochmal in der Übersicht sehen. Hier seht ihr auch immer, was dabei ist. Also das sind jetzt hier die Handstanzen.
Falls ihr jetzt keine Stanz- und Prägemaschine zu Hause habt, könnt ihr euch hier ein bisschen orientieren, dass es dazu eben auch eine Stanze gibt. Also man kann vieles natürlich auch mit der Hand ausschneiden, aber da muss man dann mal gucken. Ja, wenn man wirklich in Produktion geht, ist es natürlich nicht so leicht, wenn man alles einzeln ausschneiden muss. Genau, wie hier ist jetzt nochmal das abgebildet mit dem Produktpaket. Hier ist dann nochmal alles dabei, die zwei Stanzen. Also kann ich nur aus Erfahrung sprechen. Ich habe auch so ein Set bei mir im Schrank stehen, wo ich mich ärgere, dass ich die Stanze nicht dazu genommen habe. Ja, weil das jedes Mal auszuschneiden, da sitzt man dann doch sehr lange dran. So. Und ich habe hier noch meinen Katalog nochmal komplett in der Übersicht. Also der Wichtel verfolgt mich auch. Der ist mir gerade direkt ins Auge gesprungen. ja, hier sind sogar nochmal die Stanzen einzeln aufgeführt. Finde ich auch toll, dass man sich das direkt nochmal angucken kann. Also hier die Handstanzen und hier sind die Stanzformen für die Stanz- und Prägemaschine. Und ja, hier sind noch ein paar Sets, Geschenk- und Dekoband, Akzente. Designpapier und noch normales Papier. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende. Hier ist noch einmal das Gastgeberin-Set. Also das kann man erwerben über Shopping-Vorteile. Also wenn ihr, ihr müsst jetzt nicht unbedingt eine Party veranstalten, sondern ihr könnt auch selber, wenn ihr auf einen Warenwert von 200 € kommt, hier steht das auch noch mal gut beschrieben, genau, dann kriegt ihr 10% Shopping-Vorteile und dann könnt ihr euch praktisch mit diesen 10% noch zusätzlich was dazu aussuchen. Zum Beispiel jetzt könntet ihr das Gastgeberin-Set nehmen oder eben auch ja, irgendwas anderes aus den Katalogen, also aus den aktuellen Katalogen. Genau, aber falls ihr da Fragen zu habt, ja, immer gerne her damit. Ja, und dann sind wir tatsächlich komplett am Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, kleiner Einblick und wie gesagt, ich bin echt gespannt, was ihr sagt. Und ich freue mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!